Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir sprechen heute über Dinge, die ich aufbrauchen sollte. Diese Leichen, mit denen man nicht so richtig zurechtkommt, die stehen, man kauft und vielleicht kommt noch was zur Sammlung dazu von Sachen, mit denen man nicht so gut zurechtkommt. Und bevor man die wegschmeißt, sollte man die auch natürlich aufbrauchen, weil das ist die nachhaltigste Variante. Und genau diese Produkte brauche ich gerade auf, mit Kotzen und Würgen kann man wirklich sagen. Und ich unterstütze mich mit einer Waage. Das ist eine Briefwaage, die verlinke ich euch unten mal in der Infobox, da guckst du rein. Und mit dieser Waage kann man zum Beispiel auch seinen Sonnenschutz ablegen. Also wenn man nicht weiß, was ungefähr ein Gramm ist, besonders bei neuen Produkten, gerade bei neuen Sonnencremes, dann kann man das hier abmessen und hat ungefähr die Menge, die man dann braucht. Deswegen eine Briefwaage kann man natürlich auch für Briefe nutzen, das ist klar. Aber ich nutze es meistens, um zum einen Produkte abzumessen, zum anderen, wenn ich dann so Aufbrauch-Challenges für mich habe, dass ich einfach mal ein bisschen gucken kann, tut sich da irgendwas oder braucht es noch ewig. Und ich habe mir 10 Produkte hier rausgesucht und die seht ihr heute im heutigen Video wieder. Und jetzt haben wir ja auch so ein bisschen die Differenz. Jetzt ist ja ein Monat vorbeigegangen. Und wir fangen mal mit dem Anti-Stress-Serum an, was auf meiner Haut halt einfach nicht gescheit funktioniert. Das ist ganz okay, wenn man das mal kurz unter das Make-up packt oder so, finde ich. Aber so Alleinstellungsmerkmal hat das für mich nicht. Und dann ist es halt auch noch so wahnsinnig groß. Aber ich habe den Fokus drauf gesetzt und man merkt es auch. Also ich habe jetzt nur noch 103,39 und hatte vorher 115,78 Gramm. Also ein bisschen was ist weg. Ich verwende es nicht immer, aber ein bisschen was ist Gott sei Dank weg. Bin ich echt froh. Ich habe hier übrigens mein Büchchen, wo ich wieder alles schön aufgeschrieben habe. Das AHA-Peeling mit Niacinamid. Ich glaube, es gibt noch eins, nur mit AHA. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das packe ich mir irgendwie in letzter Zeit halt nicht so in die Routine. Das hat es halt einfach nicht in meine Routine geschafft. Zum einen habe ich in so vielen Produkten jetzt Niacinamid. Zum anderen habe ich einen Glänzer mit AHA. Ich verwende mehr BHA im Moment. Das bringt mir gerade mehr. Und dann steht es halt immer. Das ist kein schlechtes Produkt, nicht falsch verstehen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Produkt, aber irgendwie konnte ich nie so richtig was mit anfangen. Ich habe es bis jetzt nur einmal verwendet. Vorher hatte ich 89,5 Gramm, sogar 89,55 Gramm. Und jetzt habe ich 88,29. Also ich glaube, ich habe es einmal benutzt oder so jetzt in den letzten 4 Wochen, was echt schade ist, muss man an der Stelle sagen. Aber daran merkt man schon, ich nutze es halt nicht regelmäßig und muss mir das immer so ein bisschen vorholen. Das No Pink Serum mit Acelensäure. Die Acelensäure ist nur zu 5% enthalten und es ist ein öliges Serum. Damit komme ich nicht so zurecht. Die haben zwar jetzt vor kurzem auf Instagram einen Post veröffentlicht, dass eben Menschen wie ich mit fettiger Haut auch mit Ölen ihre Haut pflegen sollen. Das passt gut zueinander. Aber mir kam es so ein bisschen so vor, als wenn die nicht nachvollziehen können, was wir meinen. Denn du willst tagsüber ja schon Sonnencreme auftragen, ne? Und wenn du dann unter der Sonnencreme noch extra irgendwas Öliges drunter hast, das geht halt gar nicht. Ne? Ich kann sowas höchstens am Abend verwenden. Und dann noch zu dem Hautgefühl. Das ist vielleicht zweitrangig, aber jemand, der so fettige Haut hat wie ich beispielsweise, der wäscht sein Gesicht, der will ja den Zustand nicht wieder zurückhaben, den er vorher runtergewaschen hat, also dieses Fettige. Und ich verwende da 4 Tropfen und das, also ich will mir nicht vom Produkt vorgeben lassen, wie viel ich für ein Produkt verwende. Daher würde ich das so in der Form nicht mehr nachkaufen. Also diese öligen Sachen mag ich eh nicht. Und jetzt gibt es ja noch das Vitamin C Serum, was ich demnächst vorstelle. Das ist auch ölig
Und da finde ich es ganz übel, weil ich Vitamin C meistens immer unterm Sonnenschutz gerne verwende, weil das eben den Sonnenschutz nochmal so ein bisschen pusht. Und jetzt hast du da so was Öliges und ich finde es schwierig, ich finde es wirklich schwierig. 57,51 und ich habe es schon einige Male verwendet, aber ich, wie gesagt, nur 4 Tropfen, das hebt bei mir halt ewig. Und 56,02 Gramm haben wir jetzt drin. Das sind halt so Sachen, wenn ihr sowas nicht abwägt, dann verzweifelt ihr an sowas, wenn ihr mit sowas nicht zurechtkommt. Und bei mir ist es halt dann so, ich verwende dann so Sachen nicht mehr, weil ich mir einfach denke, A, ist das Produkt scheiße, B, brauchst du ewig, bis du es leer machst. Und dann ist so Wiegen eine richtig nice Sache, um dem Kopf halt auch zu symbolisieren, da geht was raus, ne? Und von dem her kann ich einfach nur zur kleinen Waage, die ich jetzt beispielsweise auch habe, kann ich einfach nur raten. Man kann auch die normale Waage hernehmen. Ich habe nochmal was Öliges und das ist das Retinol-Serum von Beauty Clam. Hier ist kein Retinol enthalten, ich glaube es war Retinal. Irgendeine andere Stufe war es, bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Die pflegende Wirkung ist echt toll, obwohl das ein Öl ist, komme ich mit dem echt gut zurecht. Muss ich wirklich sagen. Würde ich mir aber trotzdem nicht mehr nachkaufen. Vor allem ist es ein bisschen größer als die anderen. Doch, 30 Milliliter ist, glaube ich, gängig. Ne, ist gängig. Habe ich jetzt echt einfach schon zu lange und so ölige Sachen. Die haben halt auch den Hang dazu, ein bisschen ranzig zu werden, ne? Und deswegen arbeite ich da jetzt darauf hin, dass das leer wird. Und da sieht man halt noch nicht mal von außen so, wie viel ist eigentlich noch in dir drin. Wir hatten 65,19 Gramm und jetzt haben wir 63,28 Gramm. Ich hoffe, ich kriege das leer. Und ich schleppte schon so lange mit mir rum, jetzt glaube ich locker ein Jahr oder so. Und so lange sollte man Skincare nicht aufheben. Die Sika-Creme von Balea Med für Leute, die eben eher zu Pickeln neigen und fettiger Haut und so. Für mich ist die gar nichts. Überhaupt nicht. Ich wollte die ausprobieren, aber ich finde die auf meiner Haut eher schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe die komplett vergessen. Ich dachte mir die ganze Zeit, machst du erst die eine leer und dann die andere. Und ich habe die komplett vergessen. Ich muss die aber mindestens einmal verwendet haben. 49,27 hatte ich das letzte Mal, jetzt habe ich 49,23. Die ist auf jeden Fall gut, aber für meinen Hauttyp, und bei Cremes ist es wirklich schwierig, Cremes bitte immer ausprobieren und nicht auf Empfehlungen hören. Klar, Empfehlungen, was die Wirkstoffe betrifft, ja, aber ob eine Creme bei dir auf der Haut funktioniert, hängt immer auch ein bisschen von deiner eigenen Haut ab, ne? Und die funktioniert bei mir einfach nada, klappt nicht. Und es ist schade, und dass ich die auch so gut wie gar nicht hergenommen habe, dass ich die vergessen habe. Okay, ich dachte halt wirklich, ich mache erst die eine leer und dann die andere. Aber die ist eigentlich noch ziemlich voll. So, jetzt kommt nämlich die Creme, die ich jetzt gerade am Aufbrauchen bin, und die stiftet Verwirrung, weil das ist eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor, aber hier ist kein UVA-Schutz drin. Und da muss man halt wirklich aufpassen, denn es gibt inzwischen Tagescremes, die UVA-Schutz haben. Bayer & Söhne haben beispielsweise was rausgebracht. Die haben jetzt bei Bayer & Söhne ein paar Proben bestellt. Die Sachen, die ich in groß haben möchte, die gibt es gerade leider nicht. Deswegen habe ich mir ein paar Proben bestellt und eine Originalgröße. Und die haben auch eine Tagescreme mit UVA-Schutz. Aber das muss explizit auch deklariert sein. Das ist hier nicht deklariert. Und so bringt halt die Kosmetikindustrie uns so ein bisschen durcheinander. Weil es sieht halt auch gut aus. Und denkt daran, es gibt ja auch Make-up mit SPF. Und das bringt dir ja auch im Endeffekt nicht viel. Zusätzlich bringt es dir was, ja, aber alleine nein. Wir haben hier 37,18 gehabt und dann, ich habe sie sogar aufgeschnitten, jetzt haben wir nur noch 23,27. Das ist unten leider noch alles voll und ich feiere den Tag, wenn die leer ist, weil ich trage die halt als Nachtcreme auf. Und bei den fettigen Serien ist das halt ganz gut, aber als Nachtcreme ist die halt auch so ein bisschen zu wenig. So, Trockenshampoo. Ich verwende schon eine ganze Weile meine Heilerde.
Hab hier aber noch was drin und verwende das immer so. Jetzt morgen ist für mich der Tag, wo ich das im Pony anwenden muss, weil mein Pony immer als erstes fertig ist. Für einen Pony mache ich das meistens immer und dann der Rest halt einen Tag später dann mit meiner Heilerde. Aber so, das würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Das habe ich mir aus dem Unverpacktladen, weil das ist aus Pappe. Wir hatten 82,99, jetzt haben wir 81,71. Das Zeug ist halt auch unwahrscheinlich leicht, ne? Bei mir funktioniert die Heilerde halt besser und ist auch günstiger, wenn wir ehrlich sind. Aber das hier bekommt ihr auch bei Rossmann im Onlineshop. Müsst ihr mal gucken. Hier ist der Auftrag halt ein bisschen blöde, muss man an der Stelle sagen. Ne? Also man sieht mir ja auch die feinen Haare an. Ich habe zwar viele, Gott sei Dank, aber ich habe feine Haare. Und wenn ich jetzt meiner Kopfhaut was Gutes tun wollen würde, dann sollte ich mir mit einem Spray auf die Kopfhaut auftragen. Meine ganzen Haare sind hinterher klatschnass, also das geht mal gar nicht. Und wer mal was aufgetragen hat mit Glycerin auf die Haare, weiß, dass sich da so ein leichter Karst bildet. Das ist nicht so schön. Und das ist nicht gut durchdacht, absolut nicht. Ich kenne einige jetzt schon, ich glaube schon drei, die mir gesagt haben, ja, sie haben das aufgebraucht, indem sie es auf dem Gesicht aufgetragen haben. Weil das hat echt gute Inhaltsstoffe. Ich gebe immer noch nicht auf, wenn es mir zu blöd ist, verwende ich es auch im Gesicht und trage es immer noch auf der Kopfhaut auf. Aber da stellt sich da als eher schwierig raus, muss ich echt sagen. 145,43 Gramm hatten wir das letzte Mal, 123,33 jetzt. Das sind halt so Produkte, du siehst das halt nicht, ne? Und wenn du es dann an der Gewichtszahl siehst, dass da doch ein bisschen runtergegangen ist. Weil es gibt immer Produkte, mit denen man nicht zurechtgekommen ist und die sollte man trotzdem aufbrauchen und nicht im Bad ohne Ende ansammeln. Ich hasse das, ich mag das absolut nicht. Die Body Cream ist echt mies. Die ist wirklich, also die macht die Haut ganz ekelhaft nass und das mag ich gar nicht. Das mag ich einfach echt nicht. Du hast so eine ganz komische Schicht dann auf der Haut und ich dachte mir halt ursprünglich so, Niacinamid in der Bodycream ist vielleicht auch mal nicht so schlecht, weil ich ja Kompressionsstrümpfe trage und da ein bisschen mehr Pflege mit im Spiel sein sollte. Aber alles andere ist halt mies an der Creme, muss ich echt sagen. Gott sei Dank habe ich da schon einiges verbraucht. An den Füßen, ich muss halt meine Füße auch eincremen. Mag ich sie überhaupt nicht, bin ich ganz ehrlich. Also ich verwende jetzt gerade immer zwei Cremes, was auch total bescheuert ist. Also ich will die halt auch echt leer machen, aber da ist noch so viel drin. Das letzte Mal war die noch fast voll mit 185,98. Jetzt haben wir 153,43. Also ich habe mich schon so ein bisschen gezwungen, die zu nehmen. Aber wenn ich ehrlich bin, die letzte Zeit wieder gar nicht mehr. Naja. Naja. Die Divine Parfums könnten gut sein, wenn sie länger halten würden. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei den Boss-Düften ist. Ich wollte mal noch andere ausprobieren. Mal gucken, ob ich es noch mache. Die haben die Flaschen ein bisschen verändert. Das riecht auf jeden Fall nach dem Boss-Duft. Das war, glaube ich, Boss Woman oder so. Aber es hält halt nicht und es fällt nicht auf. Ich verwende dieses Parfum ungelogen als Body Mist. Weil das riecht niemand. Es riecht wirklich niemand. Du kannst dich einwieseln damit, dass es kracht. Das riecht niemand, es kriegt niemand mit. Von dem her ist es halt von der Qualität her auch echt nicht so gut. Man könnte meinen, dann wird das umso schneller leer. So verwende ich das zurzeit auch. Gut, der Flakon ist ein bisschen schwerer. Wir hatten 244,65. Jetzt haben wir 236,58. Es ist halt immer noch ein ganzes Stück drin. Ich verwende es immer noch so als Body Mist. Aber ich muss mich echt zwingen, weil ich habe viele Parfums. Viele Larisse Parfums. Die sieht man ja da hinten. Und es ist natürlich immer schwierig, eins dann gezielt zu verwenden, was man eh nicht so mag und was nicht so auffällt. Ich belohne mich immer, wenn ich so eine ganze Woche genommen habe, dann darf ich so einmal die Woche ein anderes verwenden. Aber das will ich schon leer kriegen, das sollte schon machbar sein.
Also 244,65 hatten wir, jetzt haben wir 236,58. Ist für ein Parfüm schon einiges, so da draußen ist. Was ich euch an der Stelle einfach mitgeben möchte, ist, kauft nicht nur, rennt nicht euren Influencern nur nach, weil die irgendwelche Sachen in die Kamera halten oder gar irgendwelche Werbepartnerschaften haben, sondern braucht auch auf. Denn nicht an jedes Produkt, was man bei anderen sieht, funktioniert bei einem halt einfach und dann steht's und macht das Badezimmer voll ohne Ende. Und deswegen ist es ab und zu auch mal wichtig, so eine Aufbrauch-Challenge zu machen. Und falls du Bock hast, guck bei uns auf dem Discord vorbei. Da haben wir auch einen Raum für aufgebrauchte Produkte. Und ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis beim nächsten Mal. Tschüss.